Wir schauen jetzt die nächsten paar Minuten die Maschine an. Das heißt, was ist wichtig an der Maschine zu beachten? Wissen, vor welcher Maschine dass ich stehe und was ich zu beachten habe, wo ich wann drauf drücke und auch an die Parameter, was mir die Maschine mit anzeigt. Das Erste, ich schalte die Maschine ein. Das ist bei uns schon der Fall schon länger. Die Maschine ist aufgeheizt. Aufgeheizt ist die Maschine. Man sieht es an eigentlich zwei Parameter. Ein Parameter ist immer der Druck, was bei mir im Dampfkessel anzeigt, der setzt zwischen 1 und 1,5 bar steht, je nachdem, was ich für Maschine da habe. Und das nächste ist, wie warm sind denn meine Tassen, wie warm ist denn alles andere? Teilweise haben die Maschinen auch irgendwelche Leuchten oder Lampen, die mir dann das okay geben, die Maschine ist warm. Bei mir gingen hier die Lichter aus, wenn die Maschine warm ist, dann weiß ich, die ist betriebsfertig. Wichtig ist, während die Maschine aufheizt, dass alle Geräte, was ich später beim Kaffee machen mit benutzt, das heißt die Siebträger, die Tassen, sind an der Maschine dort. Oben ist ein Tassenwärmer, der macht die Tassen warm und die Brühgruppe macht den Siebträger mit warm. So, Maschine ist warm. Ich sehe das einmal über den Druck in meinem Kessel und dann kann ich eigentlich starten. Bevor ich starte, mache ich mir einmal die Gedanken dazu, für welche Maschine stehe ich denn. Es gibt ganz unterschiedliche Typen und für die Gastro ganz typisch ist ein Multiboiler-System oder ein Zweigreiser, ein Durchlauferhitzer. Und so ganz grob kurz runtergebrochen, Multiboiler ist dann der Fall, wenn ich ein entkoppeltes System habe. Das heißt, ich habe einmal bei der Maschine hier oben einen Kessel, der nur dafür zuständig ist, dass hier unten die Brühtemperatur richtig eingestellt ist. Die ist konstant auf die 93,5 Grad eingestellt. Und auf 93 Grad, je nach Modell, plus minus eine kleine Schwankung. Und beim Zweigreiser muss ich mehr beachten. Beim Zweigreiser ist es so, das Wasser, was vorne rauskommt, wird erhitzt, indem dass es einmal durch den heißen Tank, mit dem ich dann auch meinen Wasserdampf erzeuge, der normalerweise bei einer Temperatur von etwa 124 Grad liegt, durchgeschickt wird durch quasi Rohrsysteme oder Leitungssysteme, dabei auf die Temperatur gebracht wird von 93 Grad und dann vorne in die Brühgruppe geschickt wird. Und ist es zum Beispiel der Fall, dass die Maschine länger steht, weil man im Moment keinen Kaffee braucht, ist es auch so, dass das Wasser, was in die Leitungen steht, eigentlich schon viel zu warm ist, weil sich das der Umgebungswärme von den 124 Grad anpasst. Und dann gibt da vorne ja Wasser über 100 Grad raus. Und es ist so bei Kaffee, der reagiert sehr stark auf Hitze. Bin ich über die 96 Grad, verbrenne ich den Kaffee und dadurch erzeuge ich sehr viel Bitterstoffe, was ich aber eigentlich vermeiden möchte. So, das heißt, ich stehe da, ich weiß, ich bin an einer Zweigreisermaschine, die Maschine stand länger, ich gehe her, bevor dass ich den Siebträger mit meinem Kaffee einhänge, lasse ich erstmal ordentlich durchspülen, bis das Ganze auf die Temperatur kommt. Und das hört man und sieht man auch, wenn man sich den Wasserstrahl anschaut, der ist laut, der spritzt. Und wenn man das kurz macht und der dann wieder ganz einheitlich und gleichmäßig runterfließt, weiß man, jetzt ist die Maschine betriebsbereit. Beim Dualboiler, wie bei der Maschine, muss ich da eigentlich nicht drauf aufpassen. Trotzdem spüle ich hier einmal durch. Machen wir später beim Ablauf auch nochmal genauer, weil ich dadurch vermeide, dass alter Kaffee, der oben hängt, verbrannt in mein Espresso mit reinkommt. So, jetzt kann ich eigentlich die Siebträger draußen lassen. Das sind unsere Arbeitsmedien. Und die sind unterschiedlich, was man hier schon sieht. Das ist ein Einzelsiebträger, das ist ein Doppelsiebträger. Und nicht nur die Form von außen ist unterschiedlich, sondern auch das Sieb, was drin ist. Und man sieht hier, das vom doppelten Sieb, das ist unten flach, das andere, das läuft konisch zusammen, das ist wie so ein Trichter. Und die Maschine macht aber eigentlich immer das Gleiche. Die Brühgruppe extrahiert mit etwa 9 bar. Das ist die zweite Anzeige, was an meiner Maschine mit dort ist. Und wenn, quasi das ist ein 58er Durchmesser, dass die Maschine dann gleichmäßig auf beiden, egal, die unterscheidet nicht, ob Einzel- oder Doppelsieb, immer gleichmäßig drauf geht. Man kann sich vorstellen, beim Doppelsieb extrahiert das gleichmäßiger durch, weil ich ja eben einheitlich auf alle Flächen das Gewicht oder der Druck gleichmäßig verteilt ist. Beim Einzelsieb ist es so, dass ich ja durch die Form außen einen anderen Druck auf das Kaffeemehl erzeugt wie innen, beziehungsweise fließt es auch mit zusammen, weil es kann ja nur auf dieser Fläche rausfließen. Und dadurch kriege ich ein anderes Ergebnis von Espresso. Man kann sagen,
Doppelsieb kriegt man Nonplusultra Espresso mit raus. Einzelsieb ist so ein bisschen Kompromiss. Ich muss keine zwei Espresso machen, kriege aber auch nie so das allerperfekteste Ergebnis raus. Und wenn man später auch zur Mühleneinstellung ginge, ist es so, beim Einzelsieb, da wird es nie so perfekt sein wie beim Doppelsieb. Und wenn man jetzt zum Beispiel zwei Cappuccino macht, oder zwei Cappuccino, nehme ich ganz klar das Doppelsieb her, aber nur einen, dann kann ich das auch mit dem Einzelsieb mitmachen. So. Und dann der letzte Schritt, bevor dass ich in den Betrieb von der Maschine gehe, ist, dass ich an die Tasten arbeite, beziehungsweise weiß, welche Taste was bedeutet. Jede Maschine hat ein bisschen andere Darstellungen, ist ein bisschen anders aufgebaut, aber letztendlich sind sie alle sehr, sehr ähnlich. Ich habe immer, ich sage es, Schneckentaste oder Blumentaste. Das ist die Spültaste. Wie ich vorher erklärt habe, nach jedem Bezug spüle ich die Brühgruppe einmal durch. Und auf der Schnecken- bzw. Blumentaste ist kein Programm hinterlegt. Das heißt, hier kann ich immer manuell stoppen und starten, ohne dass ich die Maschine verwirre. Auf die anderen Tasten ist quasi ein Programm bzw. eine Menge an Wasser mit eingespeichert. Das ist normalerweise Impulssteuerung und da das da viel zu weit geht, das muss man gar nicht genau wissen. Machen wir auch nochmal in einem anderen Beitrag. Aber ich sage hier, die erste Tasse ist Single Shot. Ich habe den Einzelsiebträger, den hänge ich hier ein, schalte dann sehr zügig den Single Shot ein, kann währenddessen was anderes machen, der Espresso läuft raus und es kommt immer die gleiche Menge an Wasser mit raus. Dann habe ich bei den meisten Maschinen nochmal eine Tasse Crema, eine Doppeltasse. Bei der Doppeltasse Espresso habe ich natürlich den anderen Siebträger mit drin. Hier habe ich mehr Wassermenge. Das ist dann auch genau mit voreingestellt. Und die nächste Tasse waren zwei Tassen Crema. Und wichtig ist letztendlich für uns eigentlich die Espresso-Tasse und die doppelte Espresso-Tasse. Kaffee Crema finde ich persönlich viel besser, wenn man Americano mitmacht. Das heißt, einen verlängerten, erst heißes Wasser, dann doppelter Espresso drauf. Auch eine andere Geschichte, was hier gar nicht so genau erörtert werden muss. Und das war jetzt, da ich sagen, so ganz grundlegend einmal kurz die Maschine.